einigen wir uns. Wir stehen zusammen, Geimpfte sowie Ungeimpfte, gegen das offensichtliche Unrecht. Der Verfassungsgerichtshof hat schon dutzende Male die Maßnahmen der Bundesregierung als verfassungswidrig erkannt. Wie lange wollen wir dabei noch zusehen, dass der Verfassungsgerichtshof eine Verordnung nach der anderen als verfassungs- und rechtswidrig erkennt? Wie lange wollen wir uns die Maßnahmen der Bundesregierung, welche Grund- und Menschenrechte mit Füßen treten, noch gefallen lassen? Unsere Vorfahren haben jahrzehntelang für die Rechte gekämpft, haben jahrzehntelang für die Demokratie gekämpft. Und nun will uns das eine Bundesregierung mit medizinischem Scheuklappendenken wegnehmen. Wir sagen Nein. Und wir sagen, stopp die Pharma-Propaganda, 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 stopp die Stop the propaganda. Denn nichts anderes ist das. Nichts anderes ist diese Schleichwerbung, die momentan auf allen Kanälen betrieben wird. Es ist Pharma-Propaganda. Und das wollen wir nicht. Eine medizinische Heilbehandlung, die hält, was sie verspricht, muss man nicht noch mehr und mit Zwang bewerben. Da braucht es keinen Zwang, sondern da reicht ein einziger Hinweis darauf. Und der eine einzige Weg, der uns angepriesen wird aus der Krise, das ist Schwindelei. Es gibt nie nur einen Weg aus einer Krise. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Und jeder, der etwas anderes sagt, hat bestimmte Eigeninteressen. Folgen wir nicht einer Politik, die Partikularinteressen verfolgt und nur ihre eigene Geldtasche füllen will. Schauen wir auf die Menschen, denen es momentan schlecht geht. Schauen wir auf die Kinder, die keine Lobby haben und die momentan sehr unter den Maßnahmen leiden. Unsere Kinder werden in den Psychiatrien triagiert. Das heißt, sie bekommen keine Plätze mehr und es wird entschieden, welche Behandlung die wichtigere ist. Das heißt, Kinder mit Depressionen, Kinder mit psychologischen Problemen können nicht mehr behandelt werden, weil es einfach zu viele sind. Und das ist der Politik in unserem Land verschuldet. Lassen wir nicht mehr zu, dass unsere Kinder leiden müssen. Sorgen wir dafür, dass unsere Kinder, die unsere Zukunft sind, die unser aller Zukunft sind und unsere Rente eines Tages bezahlen werden, dass diese geschützt sind und nicht für Pharmainteressen missbraucht werden. Lassen wir nicht zu, dass unsere Kinder als Schutzschild vor den Alten hergehalten werden. Das Recht des Kindes ist vorrangig zu berücksichtigen. Das steht in der EU-Kinderrechtskonvention. Lassen wir nicht zu, dass unsere Kinder für Pharmainteressen missbraucht werden. Wir sagen Nein zu einer generellen Impfpflicht. Es darf nicht sein, dass Menschen ihr Recht auf Selbst...